Hallo und herzlich willkommen zurück zu Train Valley 2, wo wir endlich im Industriezeitalter angekommen sind. Wir sind jetzt grün, offensichtlich. Also der Hintergrund ist jetzt grün. Und das Industriezeitalter startet in Venedig. Ich habe so langsam ein bisschen Respekt vor den Level, weil wir haben ja noch einige vor uns. Ach du liebe Güte, 50. Also die Rakete zum Mars ist das Ziel. Jedes Zeitalter hat 10 Level, also da haben wir noch einiges vor uns. Deshalb fangen wir mal an mit Venedig. Ich bin gespannt, was uns da Neues erwartet. Also höchstwahrscheinlich neue Züge. Finde ich übrigens auch interessant, im Gegensatz zum Vorgänger. Da hatte man ja im Prinzip ein Buch gehabt, wo man dann 5 Level pro Region hatte. Also da gab es eine deutsche Region, eine asiatische Region. Und hier hat man das in Zeitalter unterteilt. Aber macht auch Sinn. Ich gehe stark davon aus, dass wir auch neue Waren bekommen werden. So, Missionsbesprechung. Ach Gott, wir haben ja Brücken hier. Alter. Vermeide Zugunglücke. Das machen wir immer. Und platziere nicht mehr als 70 Streckenteile. Also wir wollen Streckenteile sparen. Ja, und das ist das Ägypten. Wir müssen Stühle produzieren. Ja, okay. Das ist jetzt nicht großartig anders als Bretter. Die brauchen halt... Ach Gott. Was? Stühle mit Glas? Hä? Hat irgendjemand von euch schon mal einen Stuhl mit Glas gesehen? Alter, was Ideen. Achso, Pause, richtig. Gut, also wir haben jede Menge. Wir müssen definitiv eine Brücke bauen. Sonst kommen wir da nicht rüber. Okay, wo fangen wir denn da an? Also hier unten ist eine Stadt, also Venedig. Das ist, und da oben ist noch eine Stadt, Venedig 2. Hier brauchen wir Bretter und Stühle. Und hier oben brauchen wir Glas. Eieiei, hier gibt's Holz. Holz, ach nee, wir brauchen Bretter für die Stühle, so rum. Oh Gott, alles neu. Also wir brauchen Holz. Das Holz muss hier rüber, um Bretter herzustellen. Und die Bretter müssen dann hier rüber, um Stühle zu produzieren. Und dann muss das wieder zurück. Alter. Okay. Gut, das ist eins. Dann haben wir hier noch Sand. Und Sand muss hier rüber. Also wir brauchen definitiv eine Brücke. Das geht ja nicht anders. Kann man hier Tunnel bauen? Okay, man kann in Venedig hier unter diesem Wachturm kann man einen Tunnel bauen. Macht total Sinn. Brücken kann man zum Glück überall bauen. Die sind auch nicht so teuer. Da ist ja schon eine Brücke. Ich würde jetzt mal versuchen, diese Stadt hier oben so weit hier anzuschließen, und wir sollen ja Streckenteile sparen. Alter, okay. Das wird lustig. Ja, okay, aber wir müssen ja auf alle Fälle so anfangen. Wir müssen ja irgendwie hier rüberkommen. So. Das heißt, wir fangen jetzt schon mal so an. Ich soll Streckenteile sparen. Also, hierhin, damit wir schon mal Holz kriegen. Und dann kann man das hier anschließen. Das brauche ich auch nicht in andere Richtung. Und von der Stadt, da wird es jetzt schon schwierig mit der Brücke, ne? Wenn ich hier eine Brücke baue, dann habe ich kein Geld mehr eigentlich. Aber ich baue sie jetzt trotzdem, weil ich brauche sie. Sonst komme ich hier nicht hin. Nee, ich baue sie noch nicht, weil ich... Ach Gott, ehrlich... Ich verbinde das, dann kann ich nämlich hier auch ein bisschen Geld verdienen. Indem ich die Arbeiter hinfahre. Und hier genauso. Und jetzt habe ich zwar kein Geld mehr für die Brücke. So, wie viele Streckenteile haben wir denn schon verbaut? 29, okay, das kriegen wir hin. Das ist kein Problem. So, und jetzt lassen wir erstmal das alles bauen. Wir haben 4... Dampfzüge mit Tempo 98 und 3 Waggons, wohlgemerkt. Gut, dann fahren wir jetzt erstmal da Leute hin.
Und da Leute hin. Dasselbe machen wir nochmal. Dann können die nämlich schon mal produzieren und wir verdienen Geld. Das sind 6.000, 12.000. Und damit haben wir die Brücke schon mal raus. Und gleichzeitig können wir ja auch schon mal da Leute reinpacken. Und dann, ja, lohnt sich die Brücke. Also können wir uns die Brücke leisten. Das ist gut. Und dasselbe können wir dann auch nochmal hier machen, sobald die Züge angekommen sind. Indem wir hier dann eben das entsprechende Personal reinfahren. Und dann haben wir jetzt sogar Platz für Geld für Brücke und Streckenteile. Yay! So, die produzieren jetzt. Wir können jetzt aber noch nichts sinnvoll hin und her bringen. Und deshalb bauen wir jetzt hier... hier unsere Brücke hin und verbinden die. Jetzt hoffe ich, dass das Geld schon reicht. Wenn nicht, halt nicht. Na, das reicht noch nicht. Okay, das überlegen wir uns noch. Das heißt, wir warten noch einen Moment, bis die Züge ankommen. Notfalls könnten wir noch mal Personal rüberfahren. Also das Geld kriegen wir schon hin. So, und jetzt können wir... ich bin jetzt am Überlegen, wie wir am besten Brückenteile sparen. So, 8000. Da eine Querverbindung. Jetzt brauchen wir noch mal ein bisschen Geld, was wir verdienen, indem wir hier fahren lassen und indem wir hier fahren lassen. Also einfach noch mal Leute transportieren. Und jetzt können wir nämlich das hier auch komplettieren. Wir kommen noch nicht dahin. Aber das macht nichts. So, und wenn die beiden Züge nämlich jetzt da oben angekommen sind, können wir die ersten Bretter hier runterkarren. Also der erste große Zyklus. Und es werden gleich neue Bretter hergestellt. Wir brauchen ja viele Bretter. Einmal Bretter direkt in der Stadt und einmal Bretter zum Weiterverarbeiten. So, und jetzt können wir uns auch diesen Anschluss leisten. Und jetzt brauchen wir nie wieder neue Schienen. Das heißt, wir haben 48 Schienenteile nur gebraucht. Also vielleicht nochmal eine Querverbindung, das kann schon sein, aber grundsätzlich werden wir dieses Ziel erfüllen. Könnten uns dann sogar überlegen, ob wir noch eine Brücke bauen. Indem wir die Sachen... wir brauchen ja wahnsinnig viele... Bretter überall. Das könnten wir uns überlegen. Wenn wir jetzt, wenn wir das Geld haben, können wir uns überlegen, ob wir noch mal eine Brücke bauen. So, jetzt wird hier gebaut. Ich transportiere noch mal Leute da rein. Also da hinten rein, hier in das Holzfäller-Ding. Und jetzt könnten wir direkt schon mal das erste... den ersten Sand darunter transportieren. Oh, Errungenschaft pünktlich. Keine Ahnung, was die bedeutet. Und nachdem die ja auch noch irgendwie Arbeiter brauchen, schicken wir gleich noch zwei Arbeiterzüge hinterher. So, und jetzt können wir uns schon eine zweite Brücke leisten. So, jetzt muss... ist das ein Käse hier. So, ich probiere es jetzt nochmal mit der Brücke. Wenn wir hier eine Brücke hinbauen, dann hätten wir es deutlich einfacher, das Holz hin und her zu bringen. Was waren nochmal die Regeln? Vermeide Zugunglücke, ja.
platziere nicht mehr als 70 Streckenteile. Wir haben noch 22 zur Verfügung. Dementsprechend baue ich jetzt da sowas hin. So. Und das müssen wir dann auch noch anschließen. Warum kann ich denn nicht da hinbauen? Geht doch. Ja. Kann ich da auch eine Verbindung? Oh, ich habe nicht mehr nur Geld. Das ist ja traurig. Okay, macht nichts. So, jetzt können wir nämlich, da sind ja jetzt jede Menge Ziegel drin. Die können wir ja schon mal direkt. So, die transportieren wir jetzt so. Ist zwar ein bisschen umständlich, aber das hat nämlich den Vorteil, dass ich gleich die Bretter, die ja hier benötigt werden, über diesen Weg transportieren kann. Das heißt, wir haben jetzt so eine kleine, ja, so einen Kreisverkehr. So, Bretter werden weiter produziert. Hier ist wieder jede Menge Sand. Jetzt transportiere ich da noch ein bisschen Arbeiter. Und da brauchen wir jetzt auch wieder Arbeiter. So, und wenn die ankommen, brauchen wir da auch Arbeiter, sonst haben wir keine Bretter. Ja, was ein Chaos. Und hier brauchen wir jetzt auch wieder Arbeiter, sonst haben wir kein Glas. Okay, soweit gut. Das Glas, sobald das da ist, müssen wir das Glas da hochfahren. In der Zwischenzeit noch mal Holz darunter karren. Und das Glas für die Stühle. Ja, okay, Stühle. Es sind jetzt keine Stühle, es sind Möbel. Ja, da braucht man Glas. Das ist richtig. Aber ich sehe einen Stuhl und ich habe noch nie einen Stuhl mit Glas gesehen. Also das macht keinen Sinn. So, und jetzt können wir noch mehr Sand in die Glasdingens bringen. Und in der Zwischenzeit noch mehr Personal. Wie viele Möbel brauchen wir denn? Wir brauchen 8 Möbel. Okay, so, dann machen wir hier noch eine Verbindung. Das ist ein sehr komplexes Kreuz hier. Und hier, wir haben es ja, wir haben ja noch übrig. Das heißt, wenn das jetzt fertig ist, können wir die ersten Möbel in die Stadt liefern. So, dann brauchen wir wieder hier Arbeiter. So, dann brauchen wir Glas, auch da drüben. Wir brauchen ja nur noch zweimal Möbel. So. Dann können wir Gott, was ein Schienenchaos hier. So. Wir brauchen noch eine Bretterlieferung hier, damit die richtige Anzahl an Möbel produziert wird. Dann brauchen wir eh noch 9 Glas. Das heißt, wir brauchen hier zum einen Personal und Sand. Nein, der fährt falsch. Bitte alle mal anhalten. Du fährst, drehst um. Und jetzt fahrt ihr bitte weiter. Ein Chaos hier.
So, dann brauchen wir hinten nochmal mehr Sand, weil wir brauchen noch Glas. Die Möbel können dann mittlerweile geliefert werden. Genauso wie übrigens die Bretter, die Möbel fahren gerade falsch. Gut, dann fahren wir noch ein Stück weiter. Und drehe jetzt um. So, bitte nochmal anhalten. Okay, Möbel ist fertig. Das heißt, diese Stadt ist fertig. Gut, wir haben 199.000. Leck mich im Arsch. Gut. Das heißt, wir brauchen tatsächlich... Na komm, dann geben wir noch mal ein bisschen Geld aus. Das war schon zu spät, aber wurscht. Jetzt müssen wir nur noch... Oh, das könnte mit der Zeit klappen. Ich bin begeistert. Oder? Übersehe ich jetzt irgendwas? Boah, 4 Züge. 4 Anhänger. Und noch mal einen mit einem. Und dann war's das. Fancy! Das war ja, naja, ich würde jetzt nicht sagen chillig, aber ein schönes Level. Das hat das erste Mal, war das erste Mal? Erste Mal mit 5 Sternen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es schon mal geschafft haben. Wir haben keine Zugunglücke gehabt. Wir haben weniger als 70 Streckenteile. Ich wüsste doch jetzt nicht, wo ich noch mehr bauen sollte. Also das, keine Ahnung. Also das finde ich ein bisschen witzig. Aber wir haben die Missionszeit mit 13 Minuten geschafft. Und wir haben den Oktopus freigeschalten. Der Oktopus. Herzlichen Glückwunsch. Du hast genug Sterne gesammelt, um eine neue Lokomotive freizuschalten. Das ist jetzt quasi hier die nächste Maschine. Ich kriege leider immer noch nicht angezeigt, was die jetzt Tolles kann. Ich kann draufklicken, aber ich kann... Naja, finde ich schade. Cool. Das lief ziemlich gut. Venedig haben wir voll gut abgeschlossen. Mein Rekord bei... Mir sagen irgendwie diese Statistiken nichts. Was bedeutet das denn? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Und wir werden beim nächsten Mal nach Frankreich gehen, nach Paris, denn da steht der Eiffelturm. Und ja, auch der Eiffelturm ist wohl im Industriezeitalter angekommen. Naja gut, macht ja auch Sinn. Ah, mir macht das Spiel Spaß. Es macht Spaß und deshalb freue ich mich auch auf die nächste Runde mit euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.